Matchmakers Live, der Podcast von Uhrmachermeister Philipp Nitsche. Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Watchmakers Live Podcast. Heute ist es mal eine besondere Situation, denn es ist endlich mal wieder jemand bei mir zu Hause und sitzt mir auch unmittelbar gegenüber. Ich musste nirgendwo hinfahren. Wir waren schon fleißig in meiner Werkstatt und haben zusammen an einem seiner Projekte gebastelt. Hat irre Spaß gemacht. Sein Name ist Ingo Römling, ist ein ganz berühmter Comiczeichner und ein ganz passionierter Taschenuhrensammler, beziehungsweise eher Hobbyuhrmacher, der es liebt, also alten Taschenuhren wieder neues Leben einzuhauchen. Und das macht er irrsinnig versiert, mit einer richtigen Werkstatt. Also ich bin total beeindruckt, das macht auch irre Spaß mit ihm. Ingo, jetzt habe ich schon so viel rumgeschleimt, also erstmal herzlich willkommen. Ne? Hallo Phil, vielen Dank für die Einladung. Hallo Phil, vielen Dank für die Einladung. Ja, also wie fangen wir denn jetzt am besten mit dir an? Ich würde sagen, wir müssen erstmal ein bisschen was über dein Leben erzählen, ja, bevor wir zum Uhrenthema kommen. Ja, okay. Du bist Comiczeichner, aber du warst es ja viele Jahre erstmal nicht. Ja, also das mit dem Comiczeichnen, das ist tatsächlich so eine späte. Naja, ich habe so ein spätverwirklichter Traum eigentlich, gell? Also, weil ich habe tatsächlich lesen gelernt mit Comics, weil mein Vater nämlich Asterix-Fan war und hat mich dann immer so, da war ich so 4 oder 5, hat er mich auf den Schoß genommen und hat mir Asterix-Comics vorgelesen. Und dann konnte ich die irgendwann auch lesen. Also, und dann konnte ich vor der Schule, bevor ich eingeschult wurde, konnte ich schon Asterix-Comics lesen. Wann war das ungefähr? Also ich bin Jahrgang 69, dann war das halt so Anfang 70er, 75 dann, wenn ich eingeschult wurde. So, wahrscheinlich der normale Schulbildung hast du absolviert. Ja, ja, bis Abi so, semi-gut, ja, und jetzt gar nicht so. Also ich habe dann, ich hatte einen Schulkumpel, der hatte eine riesen Comic-Sammlung von seinem großen Bruder und da war halt auch so Schwermetall dabei. Sagt ihr das was? Nee, aber erzähl mal, was ist ein Schwermetall? Schwermetall ist ein Comic-Magazin für Erwachsene, was hauptsächlich Science-Fiction-Fantasy-Thematik hat und Erotik. Also es ist also auch ein künstlerisch sehr wertvolles Ding. Das wurde, da war so die Hochzeit, glaube ich, so 70er, 80er. Also das kommt ursprünglich aus Frankreich, Metal Hurlant. Und der Verlag Humanoid Associé wurde gegründet also auch berühmten Zeichner von, ich glaube, Philippe Drouillet, von Jean Giraud, also den man auch als Möbius kennt. Der hat auch viel Design gemacht für Kinofilme und so. Also ganz so die Crème de la Crème. Die haben diesen Verlag gegründet und haben dann halt das Schwermetall rausgebracht. Ich muss gerade an einen Kinofilm aus den 80er Jahren denken. Ja. Heavy Metal, sagt ihr ja, das? Ja, genau. Das ist, ja, wie der jetzt genau entstanden ist, also der bezieht sich auf jeden Fall auf dieses Schwermetall-Magazin. Also, weil das hat damit zu tun, das ist einfach abgedrehte Fantasie, erotische Fantasie, ja, Science-Fiction-Welten. Und das habe ich damals als 13-, 14-Jähriger in die Pfoten bekommen, durch meinen Schulkumpel. Und war natürlich auch angemessen verwirrt, was ist das hier und so. Aber was mich halt weggehauen hat, war die Qualität halt oder diese tollen Artworks, also diese Zeichnungen. Und deswegen habe ich, glaube, das war muss so damals gewesen sein, dass ich die Idee hatte, ey, das will ich auch machen. Also ja. Aber jetzt, was hast du jetzt nach der Schule dann gemacht, bevor es zu Comics ging und so? Hast du irgendwas denn studiert oder eine Lehre gemacht? Oder? Ja, ich habe jetzt muss ich mal selber ein bisschen sortieren. Genau, nach dem Abi erstmal Zivildienst und dann habe ich angefangen, parallel zwei Sachen zu machen. Genau, ich habe selbstständig gearbeitet als Cartoonist tatsächlich. Ich habe witzige Bilder gemalt für ein Bankmagazin und ein Versicherungsmagazin, also richtig staubtrockenes Zeug. Der Verlag war in Wiesbaden, das war der Gabler Verlag. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und habe nebenbei, also was heißt nebenbei, ich habe parallel angefangen zu studieren. Das war Kommunikationsdesign, auch in Wiesbaden. Aha. Und ich habe mich damals auch schon für Computer interessiert. Also ich fand
Computergrafik toll. Ich habe den Film Tron gesehen. Ja, geil. Und das hat mich halt geflasht, wobei ich damals noch gar keine Ahnung hatte, wie das eigentlich gemacht war. Da war eigentlich noch gar nicht so viel Computer dabei, wie ich viel später erst erfahren habe, sondern es waren ganz viele fotografische Tricks, aber halt auch mit Computerunterstützung gemacht. Und für mich war einfach diese Information, das sind Bilder aus dem Computer. Ja, das war für mich halt unfassbar, wie geht das? Geil. Und dann fing ich an, halt mich dafür zu interessieren. Dann hatte ich halt irgendwie so ein C64 und habe dem halt wirklich alles, was ging an Grafik, entlockt. Genau, ich habe dann da Pixel geschoben und später halt den ersten Apple und so weiter. Und das war halt so ein Ding, das ging alles so Hand in Hand. Das ging mit dem Comiczeichnen. Ich habe halt für mich immer so Comics gezeichnet, also wie es eigentlich wahrscheinlich jedes Kind erst so macht. Ja. Ich denke, jedes Kind zeichnet gerne, malt gerne. Und bei mir war das halt so, wenn ich eine Figur fertig hatte, war ich immer so ein bisschen traurig, weil dann war die halt fertig und ich wollte aber, dass es weitergeht. Ich wollte die Geschichte dann. Ja, genau. Und dann war die so eingefroren, weißt du, so, und dann war die halt irgendwie. Und dann habe ich halt gesagt, so, nee, die muss jetzt auch noch irgendwie, die muss in ein Auto klettern und fahren oder die muss auf den Berg steigen oder die muss, dann kriegt die einen Kumpel, dann kriegt die noch einen Hund und so. Dann fing ich halt an, so im Schulalter schon irgendwie so auf Papier einfach auch so in leere Schulhefte zum Leidwesen meiner Eltern einfach die mit vollzumalen mit Comics, ja, und so. Und das war irgendwie so ein Ding für mich, weiß nicht, keine Ahnung. Und dann hat dich das also dein Leben lang begleitet, aber eben halt noch nicht, dass man davon leben kann. Genau, also ich habe das schon die Idee, ey, geht das als Beruf eigentlich? Und dann habe ich aber eigentlich eher so, ich bin dann eher so auf, Ablehnung kann man nicht sagen, aber die meisten haben mal gesagt, mach mal lieber was Richtiges, das ist ein Knochenjob und so, also wenn du davon leben willst. Und ich habe dann auch, ich habe Comiczeichner auch kennengelernt und das war für mich eigentlich eher so, die wirkten nicht so begeistert von dieser Idee, die sagten, das ist wahnsinnig viel Arbeit, wird schlecht bezahlt und so. Und ich habe dann diesen Gedanken immer so dann beiseite geschoben. Ich habe dann tatsächlich Geld verdient. Ich habe eine Firma gegründet, ich habe Grafik gemacht. Und das waren dann so diese Sachen, die Bilder aus dem Computer. Ich habe halt wahnsinnig Spaß dran gehabt. Es ist so Werbeindustrie quasi. Genau, ich habe in der Werbeindustrie gearbeitet. Da ich halt immer gezeichnet habe nebenbei, und das hat mir auch sehr viel genützt. Also das ist ja nützlich auch, wenn du halt ein Auge hast und wenn du etwas visualisieren kannst und bevor du jetzt anfängst, irgendwie jemanden zu beauftragen oder teure, damals gab es ja schon dann so Cliparts und so, die Leute haben dann irgendwie Cliparts und das habe ich halt selber gemalt. Ja, also wenn du eine Eistüte brauchst oder irgendwie so ein witziges Männchen, was in die Ecke zeigt und einen Daumen hoch macht oder so, das habe ich dann halt immer selber gemacht. Genau. Ist ja irre. Ja. Also das heißt, du bist immer ein super kreativer Mensch gewesen. Ich weiß, du hast auch Musik dann eine Zeit lang gemacht. Ja, ich habe auch Musik gemacht. Also das ging irgendwie auch parallel. Ich habe Bands gespielt und ich habe Bass gespielt und das war immer so. Ich habe in Tanzbands gespielt, ich habe auf Hochzeiten gespielt, ich habe in Coverbands gespielt, alles mögliche. Ich hatte verschiedene. Ich habe dann zu Hause ein kleines Studio gehabt, dann das wuchs dann so an. Ich habe mich zum Beispiel auch total für elektronische Musik interessiert, fand ich auch immer super. Da ist es auch ja voll. Also riesen Kraftwerk-Fan. Voll. Also diese Sounds fand ich halt Klaus Schulze, Kraftwerk, Tangerine Dream. Ja, das war mir, ja, Tangerine Dream auf jeden Fall. Da gab es damals eine Sendung, ich weiß nicht, ob du die auch, nee, wirst du wahrscheinlich nicht kennen. Das war eher so, ich war ja damals noch in Frankfurt. Ich bin jetzt seit sieben Jahren in Berlin. Und ich komme aus Frankfurt am Main. Und da gab es eine Sendung, die hieß Sounds vom Synthesizer. Das war irgendwie einmal in der Woche, ich glaube mittwochs, abends ab 10, eine Stunde. Und dann hat er halt immer, das war so eine Spartensendung, immer elektronische Musik aus aller Welt irgendwie so vorgestellt. Natürlich auch Klaus Schulze, der hat auch mal so co-moderiert und so. Und das war immer, da habe ich immer da andächtig am Radio gehängt. In Berlin gibt es ja Electrobeat genau. Mit Olaf Zimmermann, ne? Genau. Der macht das war seit ganz 35 Jahren oder so, kurz vor der Rente. Ja, voll gut. Also es war ganz ähnlich tatsächlich. Die hat das, Electrobeats erinnert mich auch sehr stark an diese Sendung Sounds vom Synthesizer. Wie heißt der jetzt nochmal von Electrobeats?
Olaf Zimmermann. Olaf Zimmermann, natürlich. Entschuldigung, Olaf. Der Elektro-Biber von Radio 1. Ja, der hat ja auch oft Gäste dabei. Und das ist ja auch immer mega spannend. Und ich glaube, bei dem Sounds, bei dem Synthesizer gab es nicht so oft Studiogäste. Ja, also genau, ich habe Remixe gemacht für befreundete Bands. Als ich dann aus der Werbeindustrie so ein bisschen raus bin, weil mir das dann, das war halt schon echt anstrengend auch. Und es ist auch nicht immer so, ich war nicht so richtig dafür gemacht. Ich wollte eigentlich dann, das Zeichnen geriet dann immer mehr so in den Hintergrund, weißt du, ich habe dann immer mehr so Retuschen und Grafik gemacht und habe dann eines Tages beschlossen, nee, ich mache mich doch selbstständig, versuch's nochmal mit Illustration. Und da bin ich dann so in der, Metal, Gothic, schwarze Szene, EBM, da habe ich dann so Plattencover gemacht. Irgendwie. Ach, Plattencover? Ja, auch. Ist ja voll krass. Ja, also das war dann, ich konnte halt sehr gut Photoshop zu der Zeit schon, weil ich halt viele. Wann war das jetzt ungefähr? Anfang der 90er? Oder? Das war so Ende 90er. Das war, ich habe so 95, wir hatten eine Firma, wo wir Grafik gemacht haben, die haben wir, glaube ich, lass mich jetzt mal überlegen, bis von 94 bis 99 hatten wir die Firma, 99 haben wir die Firma aufgelöst und da bin ich in die Werbung gegangen und dann bis 2003 habe ich in der Werbung gearbeitet und dann, ich glaube 2003 habe ich mich selbstständig gemacht. Seit 2003 bin ich selbstständig, als erst Grafik, Illustration und dann ganz viel Plattencover. Ich habe einfach wahllos Bands angeschrieben, also direkt angemailt. Die Möglichkeit gab es damals schon zum Glück. Und habe ich tatsächlich ein paar Rückmeldungen bekommen und habe dann einfach so angefangen, so nach und nach Labels kennengelernt und Künstler kennengelernt. Und das habe ich dann auch eine ganze Zeit lang gemacht. Und dann, gibt's eine Band, wo du sagen kannst, das Album also die, hier? Ja, also ganz viel habe ich gemacht für Asp. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist relativ erfolgreich in der schwarzen Szene. Also es war eigentlich die langjährigste eigentlich auch kreativste Zeit mit dem. Leider sind wir so ein bisschen nicht ganz im Guten auseinandergegangen. Das ist dann so ein bisschen, hat sich dann zerstreut. Ich habe aber auch zum Beispiel, die waren beim ESC, sagt ihr Faun was? Die machen so Mittelalter. Ja. Die waren, hatten einen Auftritt beim ESC-Vorentscheid. Für die habe ich 3 Alben gemacht. Mich trifft das ein bisschen unvorbereitet. Ich müsste irgendwie echt mal gucken, was ich alles gemacht habe. Ist ja hochspannend, ja. So, jetzt müsst ihr mir aber erklären. Also, so ein kreativer Typ, ja. Ein weltberühmter Comiczeichner. Naja, weltberühmt noch nicht ganz. Ich arbeite dran. Ja, so. Du kannst kurze Pause machen, wenn du in Ruhe bist. Ja? Ich trinke mal einen Schluck. Moment. So. Jetzt kannst du weitermachen. Ja, weltberühmt noch nicht. Ich arbeite dran. Ich bin mittlerweile so, dass ich habe jetzt gerade, das ist heute offiziell, deswegen ist es total gut, dass der Podcast heute stattfindet. Ich habe für DC Comics zusammen mit Thorsten Sträter einen Joker-Comic gemacht. 10 Seiten, das wird in einem Sammelband erscheinen, das kommt wahrscheinlich im Herbst. Und so in der, ich kann davon leben, sagen wir so. Ich bin jetzt noch nicht der totale Rockstar oder so, aber. Naja, aber du hast ich arbeite dran. Comics ja für dieses Star Wars-Universum gemacht. Ja, das kann man auch nochmal aufdröseln. Das war auch so ein Ding, weil das Comic-Geschäft, das ging los. Da habe ich, das war so 2009, 2010, da habe ich eine E-Mail bekommen von einem gewissen Peter Mannigan. Und den kannte ich nicht, der hat sich halt aber sehr ausführlich vorgestellt und auch so ganz förmlich, Herr Röhmling, und dürfte ich Ihnen ein Skript schicken. Und das war damals, zu der Zeit habe ich öfters schon Anfragen gehabt von Autoren, die halt mit mir zusammen einen Comic machen wollten. Also, und ich war dann schon immer so ein bisschen vorsichtig, weil ein Comic zu entwickeln, also eine Story zu entwickeln, ist wahnsinnig viel Arbeit und das erfordert auch ein bisschen Erfahrung. Deswegen arbeite ich gerne mit Autoren zusammen oder Autorinnen, die das halt können, eine Story entwickeln. Ich habe natürlich auch so Projekte gemacht, wo ich mit Kumpels beim Bier am Küchentisch und dann so hahaha und hier mal das mal und so. Und aber das ist halt für so größere Projekte nicht so geeignet. Also da das muss man dann schon, also ich bin der Meinung, also mit Autoren ist es halt einfach, die das halt einfach das Handwerk beherrschen. Es gibt auch richtige Skriptautoren und so. Und ich wusste gar nicht, dass dieser Herr Mannigan, dass der das nämlich richtig kann. Ja. Und der hat mir dann
Ich habe dann nämlich erst, meine erste Frage ist dann nämlich immer, gibt es denn schon ein Skript? Ja, also ist die Story dann wenigstens schon fertig oder ist die nur so halb in deinem Kopf irgendwie? Okay. Und so, dann, die hat gesagt, ja, ich würde Ihnen gerne mal zwei Skripte schicken, wenn ich darf und so. Okay. Und dann kam tatsächlich ein fetter Umschlag, der war wie so ein Telefonbuch, so dick. Ich habe gedacht, so, also das ist ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja. Und dann hatte der tatsächlich zwei komplette Serienkonzepte. Also das war jetzt nicht nur irgendwie eine Story von irgendwas, sondern der hatte zwei komplette ausgearbeitete Serienkonzepte. Eine davon war eine Fantasy-Western-Geschichte und das andere war eine viktorianische Steampunk-Mystery-Detektiv-Geschichte von einem Geisterjäger und der hieß Malcolm Max. Und ich habe mir beide Skripte durchgelesen und ich habe dann aber gedacht, so ich kann nicht so gut Pferde zeichnen, deswegen ist das Western-Ding, weiß nicht. Habe ich mir das andere Ding angeguckt und das war halt eher auch ein bisschen lustig. Und ich habe dir ja heute ein Band mitgebracht. Kannst du mal reingucken? Wie viele Bände gibt es davon? Es gibt mittlerweile 6. Der 7. und der 8. sind bereits fertig geschrieben. Der Peter ist nämlich schon eine ganze Weile im Geschäft, das wusste ich gar nicht. Er hat damals für Bastei, für Gespenstergeschichten ganz viel gemacht. Oh. Er hat für Captain Blaubeer, er hat für Alf, er hat... ich glaube, oh Gott, Bessie? Nee, also so Pferdecomics, also auch ganz viel. Also er ist echt seit den 80er, 90er Jahren ist er als Comic-Autor für den Bastei Verlag tätig gewesen. Unfassbar viel gemacht. Also dieses Malcolm X ist ja schon richtig bekannt. Also Malcolm, hat ja Max, so eine, Malcolm Max. Ja. Und das hat aber auch richtig eine Fangemeinde. Ich habe mal so ein bisschen im Internet geguckt. Ja. Also, mittlerweile ist es am Wachsen. Und wie hoch ist da so eine Auflage? Ist das so? Da müsste ich nachgucken. So ungefähr. Ich glaube, wir sind Startauflage 2500 oder 3000 Stück, was für so einen deutschen Comicverlag schon relativ hoch ist, tatsächlich. Ja. Weil der Markt ist echt nicht so riesig. Also für, wenn man es zum Beispiel mit Frankreich vergleicht oder so. Und aber mit Splitter, also der erscheint beim Splitter Verlag, die Serie. Könnt ihr mal gucken. Splitter Verlag ist eigentlich so der größte deutsche Verlag so für Fantasy und Science Fiction für Erwachsene. Das ist so die, mittlerweile haben die das ein bisschen erweitert. Die haben jetzt auch kleinere Formate und also das ist eigentlich so ein klassisches Hardcover-Alben-Ding bei Splitter. Die machen immer sehr hochwertige ja, Science Fiction und Fantasy für Erwachsene. Viele Lizenzen aus Frankreich zum Beispiel. Also dort gibt es halt auch Serien, die halt in Frankreich bereits sehr erfolgreich laufen. Jetzt die Schiffbrüchigen von Utak oder so, oder Silage oder was es da alles gibt. Ich weiß nicht, ob du das alles kennst. Sind teilweise tolle Sachen dabei. Nee, alles leider nicht. Also, ja, also da, und die haben jetzt auch teilweise Lizenzen aus USA, dann ich glaube von Jeff Lemire, wenn ich den richtig ausspreche, oder Jeff Lemire, Blackhammer, das ist so eine Mystery-Geschichte mit Superhelden, ich habe es noch nicht gelesen. Also die haben ein sehr, sehr großes, eine sehr, sehr weite Range an Sachen, die veröffentlichen. Und es war mir damals eine tierische Ehre, dass die mich aufgenommen haben, weil damals gab es das noch nicht so häufig, dass die halt so Original-Content eingekauft haben. Die haben halt meistens Lizenz gemacht, ja. Und haben das auch übersetzt und haben das Artwork halt teilweise, wenn halt nötig, irgendwie auch angepasst. Und da kamen immer sehr hochwertige, also die Splitter-Alben, sehr hochwertige Veröffentlichungen bei raus. Und deswegen war ich total froh, dass wir bei Splitter reingekommen sind. Und dementsprechend geil sehen halt die Alben halt auch aus. Also insofern, mit Splitter bin ich sozusagen, mit dieser Serie, Malcolm Max, bin ich sozusagen gereift, weil das war damals so meine erste richtige Comicserie. Das heißt, und das war dann auch dein Einstieg in eine Art davon kann ich leben Zustand. Das war mein erster richtiger Comic-Vertrag. Ich habe vorher schon Indie-Projekte gemacht, die halt auch schon Seriencharakter hatten. Zum Beispiel die Toten beim Zwerchfell Verlag. Das war, muss man leider sagen, die haben es vor kurzem die Verlagstätigkeit eingestellt. Es war ein Indie-Verlag, die sehr, sehr verschiedene Sachen gemacht haben. Und eine sehr geile Idee war, eine Zombie-Saga zu starten, die aber in Deutschland spielt. Und die auch. Das passt ja zu Deutschland. Hä, wieso jetzt? Oh, danke. Nee, es war halt insofern interessant, weil man kannte halt damals, das war auch so 2009 oder so,
man kannte halt so diese Zombie-Filme aus USA und dann spielten halt Waffen meistens eine ganz große Rolle. Also da haben sich die Leute halt bewaffnet und sind dann halt losgezogen, haben halt irgendwie Untote gekillt. Und in Deutschland ist es halt nicht so leicht, irgendwie an Waffen zu kommen und so. Was passiert denn da in Deutschland, wenn jetzt Zombie-Seuche irgendwie ausbricht und so? Da muss man Opa fragen, ob er noch was im Keller hat. Jetzt muss man noch als kleine Ergänzung noch dazu sagen, oder also Nebenwink, deine Lebensgefährtin ist auch Autorin, ne? Buchautorin. Ja, ja. Genau, die Caroline Ring, ist Wissenschaftsjournalistin. Und sie hat jetzt bereits 2 Bücher veröffentlicht beim Berlin Verlag und das erste ist... Und wo ist sie als Wissenschaftsjournalistin tätig? Für alle möglichen, für Spektrum, PM. Jetzt macht sie Pressearbeit irgendwie für die Heinz-Sielmann-Stiftung, glaube ich, schreibt sie. Also ihr seid schon ein Autoren, Künstler, ein bisschen ein freieres Paar auf jeden Fall. Ein bisschen eine freiere Atmosphäre. Genau, total frei. Wir sitzen jeder in seinem Büro bei uns zu Hause und mit geschlossener Tür und sehen uns den ganzen Tag nicht. Wir arbeiten beide zu Hause. Man hat zumindest dann aber gegenseitig das Verständnis für die Art zu leben und Geld voll. Zu verdienen. Ja, ja, total. Das ist ja gar nicht so einfach sonst. Es ist. Könnte ich mir vorstellen. Es ist auch so nicht einfach, weil, also ich bin zum Beispiel eher der Tagmensch, sie arbeitet häufig nachts, ja, und da ist es natürlich dann auch, also je nachdem, die Arbeitsauslastung variiert total, ja, es kann passieren, dass wir beide mal ein Wochenende durchkloppen müssen oder und dafür dann den Dienstag frei haben oder so, also das ist schon nicht leicht, also es ist nicht so, wie angenommen, wir sind 2 zusammen, die halt angestellt sind und dann geht es von Montag bis Freitag und Wochenende gehört jetzt nur uns oder so. Das ist leider auch nicht immer so. Also man muss sich das schon echt immer aktiv durchplanen, dass man sagt, so und jetzt fahren wir mal eine Woche weg und jetzt dieses Wochenende mal oder dieses Wochenende fahren wir mal woanders hin und so. Und das ist halt, das fliegt einem nicht so zu. Ne? Also man muss echt aufpassen, das geht mir total so, dass man sich nicht total zuschüttet mit Arbeit oder auch gleichzeitig, dass man halt guckt, dass der Laden läuft. Das ist schon schwer. So, und jetzt musst du mir aber erklären, wie ein Comiczeichner und Plattencover-Gestalter und Werbemensch und Musiker auf die Idee kommt, Taschenuhren zu kaufen und die dann sich zu restaurieren und dann wirklich tief auch in die Uhrmacherei einzusteigen mit eigener Drehbank und Unruhwellen drehen. Also es ist ja nun jetzt nicht mal so ein bisschen durchpusten, sondern schon das große Besteck. Wie kam es dazu? Also ich glaube, dass ich habe eine Taschenuhr geschenkt bekommen von meinem Vater, um jetzt mal zurückzuspringen. Ich glaube, da war ich 13 oder so. Und weil ich Taschenuhren schon immer klasse fand, weil Dagobert Duck, der hatte so einen roten oder hat so einen roten Mantel an und der zog dann manchmal so eine riesengroße goldene Taschenuhr raus. Ich weiß nicht. Also du hast Interesse an Taschenuhren aus Comics gewonnen. Ich fand das geil, so eine Uhr in der Tasche bei sich zu haben. Ich habe damals als Kind schon so einen Reisewecker, weißt du, so aus Plastik, so mit mir rumgeschleppt in der Jackentasche, weil mich das am Arm immer gestört hat. Ich habe nie Armbanduhr getragen. Ich habe es immer mal versucht mit Armbanduhr, aber so richtig kam ich damit nicht so drauf klar. Und ich war immer so ein... Dann hat mir mein Vater, da war ich so 13 oder 14, hat er mir eine Taschenuhr geschenkt, so richtig mit Widmung, Gravur und richtig schön, eine kleine Möhris. Also auch kein Mist, was Gutes. Nee, eine Möhris, so eine Savonette, also so eine ganz flache auch, wie so eine Frackuhr, ein bisschen kleiner. Also mit Peugeot-Werk oder sowas. Das müsstest du mir sagen, ich kann dir mal ein Bild zeigen. Ja. Oder so, das weiß ich jetzt gar nicht. Oder Unitas oder so. Ja. Und und die tickt auch ein bisschen schneller. Ich glaube, die ist ein bisschen drüber, die so 24.000 oder... Also die hat eine etwas höhere Frequenz, die ist nicht bei den klassischen 18.000. Und das ist ein ganz feines, kleines Ding, ja. Und die habe ich natürlich immer noch, ja, und dann, aber die habe ich halt irgendwie getragen und dann halt mal, war sie halt mal in der Schublade und das kam irgendwie, als ich nach Berlin gezogen bin und dann war ich mit meiner Freundin, also mit Caro halt auf dem Flohmarkt, Boxhagener Platz.
Und, ja, ist geil. Okay. Und dann, weiß auch nicht, ich bin auf die Idee gekommen, oh, ich könnte doch mal gucken, ob es da, ob es hier Taschenuhren gibt und so. Ja, schaue ich mal. Da war so ein Karton mit so Armbanduhren und ganz tief unten drin lagen so zwei völlig schwarze, also das habe ich dann halt später, wusste ich nicht, Silber halt angelaufen, halt total schwarz. Eine Savonette und eine Lepine irgendwie. Und ich habe dann total hart verhandelt mit der Frau da irgendwie. Das war halt aus dem Haushaltsauflösung oder so. Und ja, bis ich die halt für einigermaßen günstiges Geld halt irgendwie mitnehmen konnte. Und dann bin ich damit zum Uhrmacher hier in Berlin. Und der hat dann, oh, das sind aber ein paar schöne, haben sie aber was Feines und so. Und dann dachte ich halt, echt? Ja, dann hat er halt gesagt, ja, die ist also vor 1880, weil noch keine Silberpunze drin. Und ah, dann schauen, das hauen sie mal hier und so. Und dann war ich so richtig so, was, das ist ja abgefahren. Also ich war so total verdattert, wie alt diese zwei Uhren waren. Die andere ist so 20er Jahre und eine halt wirklich vor 1880. Eine Ebi und Laundrie von so eine Schweizer. Und die hat er mir dann wieder gangbar sogar gekriegt. Also er hat die ein bisschen sauber gemacht und die liefen noch. Und da war ich dann irgendwie, dann wollte ich dann so wissen, hey, faszinierend. Also du ziehst die aus so einem Karton, die sind uralt und ich fand so diese Idee, wer weiß, wann es zuletzt in irgendeiner Tasche von jemand war und wer das wohl war oder wie der aussah. Weil als die aus dem Laden geholt wurde, dann trug der Typ wahrscheinlich noch so ein Frack und so ein Dreispitz oder so. Weißt du, so ein Stegkragen. Genau, ja. Da denkst du, Mensch, das war Ende 19. Jahrhundert oder so. Und das Ding liegt vor mir und tickt und läuft gut eigentlich. Aber man weiß, dass es vorher ausgesehen hat, als ob es 50, 60 Jahre nicht mehr in Betrieb war. Und ich fand diese Idee einfach so, dieses Ding, das so etwas völlig Totes, Lebloses, also sie war natürlich auch beschädigt, also sie hat auch so Sprünge im Zifferblatt und so, aber dass das halt so vor mir liegt und lebt, also das hatte ich so wirklich so, das Ding ist zum Leben erwacht, ja, und dann, ich weiß nicht, das hat mich halt einfach fasziniert, dann habe ich mich da im Urforum angemeldet, kennst du wahrscheinlich auch. Ja, das Größte, dieses, Das Große, ja, genau. Und dann bin ich auch ganz nett empfangen worden. Also ich habe mich dann auch vorgestellt, ich habe gesagt, hier, guck mal, ich habe diese zwei Dinge auf dem Flohmarkt, ich finde das irgendwie toll. Und wann war das ungefähr? Das war dann auch so 2019. Ja, das war dann kurz nach diesem Flohmarktbesuch, genau. 19 erst? Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe es ja schon mal angedeutet, ne? Du hast ja zwischen der Drehbank und machst Uhrwellen selber und so. Also Ich bin so, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich wurschtelte mich dann so rein irgendwie. Und dann habe ich halt irgendwie, das hat mich dann halt auch infiziert. Also die Silke, die Rübennase aus dem Forum, die kennst du auch, glaube ich. Die kam dann und die ist auch total nett, die ist auch super lieb und die hat mir auch so Tipps gegeben und ja, was man da machen kann und was das für Uhren sind. Und dann habe ich mir auf eBay so eine kaputte Bauerntaschenuhr so für 20 Euro geschossen, weil ich mal wissen wollte, ich will das wissen jetzt, wie sieht sowas aus? Und habe dann natürlich gleich gemerkt, mit den Schraubenziehern, die ich habe, oder Schraubendrehern, Entschuldigung, komme ich nicht weit, ja, dann brauche ich also kleinere und dann brauche ich eine Lupe, weil das ist ja alles so winzig und so, das war so eine kleine Bauerntasche und eine Zylinderhemmung natürlich auch komplett im Eimer auch und so. Und dann habe ich die auseinandergenommen und natürlich völlig gezittert vor Ehrfurcht und Angst, weil ich dachte, oh Gott, das ist so wie, hä, und dieses Rad, aber das sieht genauso aus wie das oder ist das dasselbe oder hä, so rum und hä, und diese Feder und habe alles so mit Fotos gemacht, gell, und dann halt so bei jedem Schritt, also immer, wenn ich so ein Schräubchen weg hatte, dann habe ich wieder ein Foto gemacht, dann habe ich die irgendwann, dann habe ich den vom Andreas hier die Webseite Mikrolisk, Finde ich auch super. Der hat nämlich eine. Das ist für die Hörer eine Internetseite, wo man so Bildmarken nachgucken kann. Also wenn man so Stempel in Taschenuhren sieht, dass man, oder auch auf Uhrwerken, ne, dass man weiß, wer ist der Hersteller. Genau. Hochinteressant. Mikrolisk kann ich also nur sehen. In der Beschreibung zu dieser Folge des Podcasts werde ich die auch verlinken, die Seite. Dann können Sie das mal sich angucken. Ja, genau. Und da gibt es ja auch so eine Abhandlung. Also es gibt nicht nur das ist ein Riesenarchiv, was der da zusammengetragen hat an Bildmarken und Logos. Und ich glaube, da wird auch international drauf zugegriffen. Also ich habe auch bei amerikanischen Sammlern, habe ich schon ganz oft hier, guck bei Mikrolisk und so und so. Und der hat halt auch ein paar Kapitel über das Öffnen einer Taschenuhr, über die Pflege, über die Reparatur, weil er das halt auch so ein bisschen selber gemacht hat damals. Und da habe ich mir das alles durchgelesen und bin dann so richtig so nach Anleitung vorgegangen. Ich habe mir dann das Reinigungszeug gekauft. Ich habe dann aus dem Fundus von meinen
Schwiegereltern ins B sozusagen, die haben eine Zahnarztpraxis, haben also auch ein Labor, so mit Zahntechnik und so. Also, stand da noch ein Ultraschall rum, oder? Genau, was? Da haben sie gesagt, wir haben da so dieses kleine Ultraschall, das brauchen wir nicht mehr, hast du da Bock drauf? Und dann habe ich mir das halt hingestellt und dann habe ich so eine Reinigungslösung gekauft und die Schraubendreher und Pinzetten und dann ging es halt los, ja, eine Lupe, so. Ja, aber wie kommt man denn dazu, das richtig ausufern zu lassen mit Drehbank und so? Also wo hast du die denn bei eBay Kleinanzeigen die geholt? Das war ein Riesenglück. Ey, Drehbank, genau. Also ich habe dann immer mehr wissen wollen, warum eine Uhr halt nicht läuft. Also woran liegt es denn? Ja, das wollte ich dann schon auch irgendwie wissen. Und ich habe dann halt gemerkt, dass ich da halt so eine Büchse der Pandora halt irgendwie öffne. Ja, das ist halt schon irgendwie ein Riesenfass, was man aufmacht. Ich habe mir Bücher gekauft, dann dieses hier der Uhrmacher an der Werkbank und die Armband- und Taschenuhr in der Reparatur, so Jendritzky und Wilhelm Schulz und dieses und jenes. Und das hat mich da so voll reingesaugt. Ich habe dann irgendwie, ich fand das halt faszinierend. Ich muss jetzt echt mal gerade überlegen, was war denn so meine erste Reparatur, die ich gemacht habe. Genau, ich habe mir tatsächlich auch eine Uhr dann, ich habe mir dann immer so billige Uhren geschossen und hatte halt ein paar Mal echt Glück. Da war einmal auch so eine, auch mit 16 Steinen irgendwie auch, die war so verdreckt, ich habe die dann einfach sauber gemacht und die lief dann wieder. Und das war dann auch so, hast du so eine Euphorie. Und dann habe ich tatsächlich mal eine Feder irgendwie gekillt, die habe ich mir dann selber zurecht gefeilt irgendwie. Funktionierte auch halbwegs, also ich habe es dann einigermaßen hinbekommen. Und so ging es dann immer weiter. Und dann dachte ich eines Tages, jetzt wird es mich mal interessieren, wie kriege ich hin? Weil Unruhwelle ist ja meistens hinüber, ja, bei diesen Dingern, gell? Also die fallen runter und dann keine Stoßsicherung, keine weg ist der Zack. Ja. Und ich habe dann auch echt Geld zum Uhrmacher getragen und der hat immer schon auch so ein bisschen mit den Augen gerollt, wenn ich wieder so mit so einer Schrottzwiebel irgendwie ankam. Der schon wieder so, ja. Und Gott, Herr Römmling, was wollen Sie denn mit diesen Dingern? Ja, das kostet doch Geld, alles und so. Und dann habe ich gedacht, der hat eigentlich recht. Ja. Und wie wäre denn das, wenn ich das selber machen könnte irgendwie? Naja, und dann habe ich halt geguckt, ich habe dann wirklich auch ein bisschen Krempel verkauft irgendwie und habe mir halt Geld zusammengespart für ich wollte eine Drehbank. Ja, ich habe dann einfach geguckt, Drehmaschinen, bin zweimal fast auf Betrüger reingefallen, weil die gibt's ja auch irgendwie so, die zeigen dann. Ja, das ist ganz schlimm bei eBay Kleinanzeigen. Ja, ja. Müssen wir mal gucken, ob die Bilder geklaut sind von irgendwoher und so. Also da komme ich nochmal drauf. Schlimm. Das ist echt ein geiles Thema. Ja, also wunderschöne Lorch, ja, also hochglanzpoliert, ganz toll. Und dann habe ich auch echt gemerkt, so, weil ich habe den halt den Typ nicht zu fassen gekriegt. Also ich wollte dann halt hinfahren, weil das war Gegend von Berlin. Und wollte mir die angucken. Und dann stand die auf einmal hier, dann stand die da, dann war die dort. Die ist gerade nicht hier und so. Und ja, und dann war der auch telefonisch nicht mehr zu erwischen. Und dann habe ich dann gleich gedacht, so irgendwas, nee, hier stimmt was nicht. Und so eine ähnliche Nummer hatte ich dann auch mit einer Zwingenberger. Super Ausstattung. Ich habe mich dann natürlich auch immer ein bisschen, ich habe den Leuten Löcher in den Bauch gefragt. Ich habe Uhrmacher genervt. Ich habe gesagt, was sind denn gute Drehbänke? Womit arbeiten Sie denn? Was gibt's denn da? So und so weiter. Und da fielen halt immer wieder die Namen, Lorch, Bolei, Zwingenberger, so diese. Da habe ich halt dann geguckt. Alter Standard ist das, ja. Ja, ich wollte dann lange so eine Lorch Junior. Kennst auch die? Ja, die fand ich. Vom Steffen Palo, kennst du den Kanal von Steffen Palo? Ja, na sicherlich. Ja, ich kenne ihn auch. Also er ist ja gestorben. Echt? Ach, der ist nicht mehr da. Den Steffen Palo gibt's nicht mehr? Der hatte, glaube ich, einen Schlaganfall. Ach komm, gestorben. Ey. Oh ja. Mensch, das ist ja traurig, weil ich habe noch, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr habe ich noch E-Mail-Kontakt mit ihm gehabt. Ja. Das kann noch nicht so lange her sein. Es gibt auch ich habe auch einen Nachruf auf ihn gemacht vor ein paar Monaten. Also. Mensch, Steffen Palo. Letztes Jahr ist er gestorben. Großartig. Ich habe die Videos aufgesaugt. Ja, und er hat halt so eine kleine Lorch Junior gehabt, glaube ich, für die kleinen Arbeiten, so für Unruhewellen und so. Er hat natürlich also diese Drehmaschine ist ja unheimlich futuristisch. Ne? Mhm. Mit so einem Gussbett und sehr kleinem Papstmotor, also Außenläufermotor. Ja, das hat mich halt interessiert, weil ich habe halt nicht viel Platz. Ich habe ein sehr kleines Zimmer nur. Und dann. Aber es ist natürlich, weil diese Maschinensammler auch meistens zu viel Geld haben und sowas wegkaufen, ist die auch irrsinnig teuer, wenn man eine gute haben möchte. Ja, ne? Ja. Also 4.000, 5.000 Euro. Ja, ja. Mit so einer einfachen Ausstattung muss man dann ausgeben. Und dann hat man das Problem, dass der Support ja trotzdem wieder leuchttypisch die Kurbeln anders herum hat. Ja, also das ist dann alles. Du meinst, dass sie dann linksrum aufgebaut ist? Genau. Also der Spindelstock liegt dann rechts. Nein, das nicht, sondern die Spindeln sind andersrum. Also du drehst rechts rum
Und dann zieht es nach vorne anstatt nach hinten. Aha. Also andersrum wie bei Bolei und allen anderen Maschinen. Und die Steigung ist 0,75 Millimeter pro Umdrehung. Das heißt, du hast jetzt auch nicht eine Umdrehung und dann 1 Millimeter Zustellung, sondern 0,7. Das ist natürlich, da kriegst du irgendwann Gehirnfrost. Das lerne ich gerade ganz viel, ey. Ja. Völlig unbedarft rangegangen. Nee, ist doch gut. Alles in Ordnung. So. Bei den alten Bolei-Maschinen und so ist das auch wird so. Wird Bolei ausgesprochen? Bolei oder Bolei, das ist egal, ja. Bolei, sagen die meisten. Ja. Und deswegen ist es immer eigentlich schöner, wenn man eine etwas modernere Maschine hat, wo man dann eine 100er Trommel hat, ne? Wo du eine Umdrehung hast und dann auch wirklich 1 Millimeter Zustellung, ja? Oder 2 Millimeter Zustellung, ne? Beim Planzug, dass du dann, weil es ist einfacher zu rechnen, wenn man nach Maßen irgendwie was abdrehen muss. Ja. Aber mit diesen alten Maschinen geht's auch. Lurch und Zwingberger oder Limbach oder Prezima. Prezima, ja. Genau. Das ist 0,8 Millimeter zum Beispiel pro Umdrehung. Da musste man auch ein bisschen durch die Gegend rechnen. Du meinst die Zustellung beim Support? Ja, genau. Ach so, ja, okay. Alles klar, jetzt verstehe ich. Ja. Du hast jetzt eine alte Bolei und was hat die für eine Steigung? Also die müsste dann 0,8 haben. Da erwischst du mich jetzt echt eiskalt. Ich mache das echt immer nach Gefühl. Also ich habe nie jetzt wirklich nach dem nach dem Skala Index, auf dem Ich habe dann eigentlich bin immer mehr eigentlich auch dann zum Handstichel übergegangen, auch so bei Unruhewellen und so. Also machen es ja viele Uhrmacher, ne? Dass sie mit dem Handstichel das vorarbeiten. Das ist dann eigentlich früher war das eine typische Handstichelarbeit, Unruhewelle zu drehen. Ja. Ich finde es aber, wenn man genau nach Maßen drehen muss, mit dem Support besser. Ja. Das musst du mir, da lerne ich noch gerade. Ich habe das immer mit dem Handstichel gemacht und habe natürlich auch entsprechend, auch Müll produziert. Also ich. Naja, aber du hast ja eine Menge Uhren damit zum Laufen. Genau, gebracht. Also irgendwann ging das dann. Ich habe halt immer wieder gemessen. Immer wieder mit so einer Feinmessschraube und habe die Durchmesser. Ich habe dann tatsächlich ergattert so einen Satz Gümmer-Messschrauben, die finde ich unfassbar nützlich. Geil, die sind super. Habe ich auch da. Ja, weil auch so für die Längenmaße. Ich habe das auf einem Video gesehen, dass er immer mit so einer Gümmer-Messschraube so immer so. Das war ein Gümmer, war ein Uhrmachermeister und Werkzeugfabrikant aus Hannover. Aha. Und ich habe auch neulich auch recherchiert, weil ich ein Video machen will über diese Gümmer-Messschraube, über dieses Dreier-Set. Ja. Tatsache jemand noch erwischt, der bei ihm gelernt hat. Super. Die sagt, dass das ein ganz, ganz harter Hund war, dass es auch nicht selten vorkam, dass man weinend nach Hause gerannt ist. Traumatisierend. Als Ausbilder. Das war eine ganz harte Schule, das durchzuhalten bei dem, ja. Trotzdem, diese Gümmerschrauben, die nutze ich total gerne, weil die halt so, die liegen halt so neben dran und die hast du total. Die liegen auch gut in der Hand. Die liegen gut in der Hand, das sind so kleine. Und die hast du so schnell einfach dran angelegt. Und man bricht damit auch nicht so schnell was ab, weil sie nicht so eine Hebelwirkung haben wie eine große Messschraube. Ne? Na klar, ja, genau. Ja. Also so Zapfendurchmesser, gut, da habe ich so eine etwas größer. Also ich bin halt immer wieder so, wieder ein bisschen was weggenommen, wieder gemessen und so weiter. Ich habe das irgendwie, nach dieser Skala habe ich das eigentlich nie gemacht eigentlich. Und den Support nehme ich eigentlich nur noch für größere Sachen, wenn das überhaupt mal vorkommt eigentlich, also relativ selten irgendwie. Okay. Oder wenn es halt exakt zylindrisch werden muss oder sowas irgendwie. Ja, ich habe jetzt irgendwie zum Beispiel tatsächlich neulich das erste Mal eine Minutenwelle gedreht tatsächlich und habe die sogar ganz gut hinbekommen, aber da habe ich halt mit der Feile wie dieses leicht konische. Ja. Also du redest jetzt von diesem Minutenrad, was durchbohrt ist. Genau. Und dann ist ja noch eine Art Steckwelle da drin, die man durchsteckt und dann auch das Viertelrohr auf der anderen Seite so draufschlägt. Genau. Dass man eine Art Rutschkupplung hat, ne? Also dass man die Zeiger verstellen kann. Genau, also die Rutschkupplung im Trieb. Und diese Art Steckwelle, die hast du Die habe ich neu gedreht, weil ich mir die nämlich zerdellert habe, weil ich ich wollte die Zeigerreibung einstellen. Weil die zu locker war. Ja. Ich glaube, bei meiner ältesten Taschenuhr, oh Gott.
Und dann habe ich tatsächlich beim Ausschlagen, ist mir die zur Seite weggekippt. Und dann hatte die natürlich so einen Hau und das Viertelrohr steckte noch drauf und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da habe ich echt, aber ich habe es, ja. Hab ich hingekriegt. Ich habe es so neu gedreht. Dann. Ich habe das Ding tatsächlich runterbekommen. Ich habe es dann abziehen können mit so einem Klöbchen und habe dann, es gibt, glaube ich, so ein Video. Du hast auch einen YouTube-Kanal, das kann man ja ruhig mal sagen. Ach so, ja, genau. Unter meinem Namen, genau. Ingo Römling. Da bastle ich an Uhren und halt das ist Kamera so eine drauf. Art ASMR, ne? Man sieht dich einfach beim Schrauben und ich mach ein bisschen Untertitel. Untertitel, ich rede nicht, also ich habe auch, ich habe es dann mache ein bisschen mit Untertiteln und halt so meditativ im Hintergrund Berlin. Ich habe das Mikro aus dem Fenster gehalten. Man hört so ein bisschen die Tram vorbeifahren oder Vogelgezwitscher oder so, ja. Liebe Watchmakers Live-Hörer, diesen YouTube-Kanal vom Ingo Römling werde ich natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge verlinken. Den können Sie dann einfach bequem anklicken und dann sich da mal bezaubern lassen von seiner Arbeit. Wenn man jetzt sich man natürlich auch noch viele Fehler, gell? Ich bin auch jetzt noch. Na, ist ja kein Problem. Du bist ja alles in Ordnung. Wir haben es ja deklariert, dass du jetzt nicht eine Lehre absolviert hast, klassisch oder so. Ich fand das einfach so irre, dass ein passionierter Comiczeichner anfängt, sich in Uhrmacherei einzuarbeiten. Und deswegen wollte ich dich unbedingt in meinem Podcast mit drin haben, weißt du? Ja. Wenn man sich jetzt so durch deine Uhren so durchguckt, die du in Angriff nimmst, ich würde sagen, so kann es sein, dass du eine Liebe für amerikanische Taschenuhren entwickelt hast? Oder ist das eher zufällig, dass das so ein bisschen mehr mit zum Vorschein kommt? Oder habe ich das falsch gesehen? Nee, nicht ganz. Ich habe eher mit der Zeit gemerkt, ich habe eine Vorliebe für die dicken Klopper. Also für die 18S. Die Dagobert Duck Nummer, ja, die muss ich da irgendwie schon widerspiegeln. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen, ich mag die irgendwie total gerne und ich mag diese 18S-Kaliber total. Und diese Goliath-Taschenuhren von Doxa und so, ne? Ja, genau. Ich habe zwei Doxa. Ich habe auch jetzt, ich habe hier so eine Waldham, so eine 18S dabei. Halt die mal ans Mikrofon, vielleicht. Kann man die hören? Die ballert auch recht laut. Warte mal. Bist du vorne so richtig direkt ans Mikrofon so? Ich habe auch eine Taschenuhr dabei. Warte, ich zieh die mal. Kann ich da so direkt dran? Das ja, du kannst da direkt davor. Das, so wie ich es jetzt mit wenn meiner. Wenn ich das berühre, dann donnert das wahrscheinlich. Nö. Nicht schlecht, man hört es gut. Ich meine hört sich so an. Ist von der türkischen Staatseisenbahn, eine Quartebär. Ich reiche sie dir mal rüber. Das ist diese, ist es auch wie diese, nee, ist aber nicht jetzt nicht wie Molnja, oder? Dieses Werk, dieses. Nein, es ist schon cooler. Quartebär ist. Ja, weil stammt ja von Quartebär, glaube ich, diese Molnja. Aber es ist dicker als das Molnja 3602. Ja. Ich mag diese Dicke auch total gerne. Also ich finde diese die hat auch irgendwie, die hat auch ein höheres Gewicht irgendwie. Ich habe die jetzt gerade in der Hand und das ist, da steht Quartebär drauf, ne? Ja, vorne gleich, hm? Da siehst du noch dieses Flügelrad von der, und hinten ist dann diese türkische Dampflok drauf. Aber dieses Flügelrad ist das eigentlich, weil das findest du ja häufig, gell? Auch, ja. Und ist assoziiert mit Eisenbahn, aber muss nicht unbedingt jetzt automatisch Eisenbahner Hintergrund haben. Das weiß ich nicht genau, da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Das ist irgendwie, ja, ich weiß, ich habe das natürlich. Ich meine schon, dass es mit Eisenbahn in der Regel zu tun hat, aber es gab ja auch in unheimlichen Massen früher Dienstuhren. Also, ja. Und das muss ja nicht immer eine Eisenbahn hinten drauf sein, dass man das als Eisenbahnertasche. Ja, weil ich dachte, also da immer, bin ich mir unsicher. Ich dachte mir auch, ich dachte auch immer, weil so Dienstuhren, das ist ja meistens, haben die ja auch irgendwelche Nummern eingepunzt, die werden ja dann oder die wurden oft ja auch abgegeben nach Dienst, nach Schichtende und gewartet und am nächsten Tag wieder ausgegeben. Die muss das ist, ich habe von der BVG einige Taschenuhren, also Berliner Verkehrsgesellschaft. Die haben Taschenuhren? Ja. Echt? Ist ja klasse. Die haben ein Programm nach dem Krieg aufgelegt, weil die Russen sind ja unheimlich uhrenaffin damals gewesen. Ja. Die fanden das ja geil. Also, und natürlich alles, was getickt hat und funktionsfähig war, haben sie mitgenommen. Aha. Ja, ich habe das mir auch erklären lassen von einem älteren Herrn. Die sind auf einen zugekommen, haben nach der Zeit gefragt. Dann siehst du da deine Armbanduhr-Taschenuhr, irgendwas. Ja, so spät ist es. Und dann sagte der gleich, ja, gib mal gleich die Uhr rüber. Ja, sonst schieße ich dir die Rübe weg. Ah, okay. Und dann war so. Und nach dem Krieg wollten sie natürlich irgendwie wieder auch einen Fahrbetrieb aufnehmen.
Und es gab keine Uhren. Da haben sie eine Riesenbestellung bei Alpina ausgelöst. Und es gab dann eine große Menge an Taschenuhren für Busfahrer und U-Bahn-Schaffner, also Triebwagenschaffner. Okay. Damals war jetzt nicht nur der U-Bahn-Fahrer auf dem Führerstand, sondern es gab den Triebwagenschaffner, der also überwacht hat, dass die Türen vernünftig schließen, dass die Leute weg sind oder so, ja. Und der hat auch überwacht, dass man pünktlich ist, ja. Und die hatten dann so eine Dienstuhr. Ah, okay. Und da sind wir jetzt so 50er oder ist es auch noch so 40er? Da sind wir jetzt zur Tatsache beim Ende der 40er, Mitte der 40er, Ende der 40er fing das an. Ah, ja. Und das wurde dann bis in die 50er ausgeliefert und diese Uhren waren auch viele Jahre im Einsatz. Ah, cool. Ich gehe mal davon aus, was war das für ein Fabrikat? 60er. Alpina. Alpina, ach ja, stimmt. Das auf dem Zifferblatt steht BVG drauf. Ach, sehr toll. Und das Uhrwerk ist Alpina. Das ist ja stark. Ja, da habe ich zwei oder drei Stück davon. Ja, ich habe mal so ein Zugpersonal im ICE auch, weil die haben ja auch immer so schicke rote Westen. Ne? Ja. Dann dachte ich auch, einmal habe ich tatsächlich einen gesehen, der hatte so diese typische Kette. Dann dachte ich auch, da habe ich ihn angesprochen und habe gesagt, oh toll, endlich jemand mit Taschenuhren. Er sagt, nee, keine Taschenuhren, da war die Trillerpfeife dran. Ah, ja. Oh, das gibt es kaum noch, dass die Leute Taschenuhr tragen. Und ich dachte dann auch so, ah, oh, wie schade eigentlich so. Das ist doch irgendwie klasse, irgendwie so ein Schaffen. Bei der Deutschen Bundesbahn gab es auch. Die haben eine eigene Uhrenmarke gehabt. Wusstest du das? Nee, wusste ich auch nicht. Ich glaube, der Name war Belana. Aha. Und da alles, was so Belana auf dem Zifferblatt hat, das war von der Deutschen Bundesbahn. Sollte das jetzt nicht genau Belana, sondern ein anderer Name gewesen sein, dann werde ich Ihnen das in den Shownotes auch nochmal genau hinschreiben, was das der Name war. Das war Tatsache von der Deutschen Bundesbahn, ihre Uhrenmarke sozusagen, ja. Unter dem sie da ihre Uhren haben produziert. Ja, und sag mal, diese, weil ich, ja, zurück zu den dicken Kalibern, ja, also so kommt es halt tatsächlich mit den Amerikanern, also es ist ist ja schon toll, ne? Diese die Schraubboden und dann eine Vollplatine, wo denn die Unruhe, genau. Wo die Unruhe überhalb der Platine genau. Gelagert ist. Das und ist so zweistöckige. Das hochverziert immer die Werke. Warum? Weil in Amerika das sehr wüstenähnlich, sandig war, staubig und das sollte möglichst viele Partikel binden. Ja, diese vergrößerte Oberfläche. Deswegen gibt es überhaupt Zierschliffe oder so sandgestrahlte Uhrwerke. Mensch, ich lerne heute Abend unglaublich viel, das wusste ich auch nicht. Und daher gibt es das überhaupt. Und eben hier bei den amerikanischen Taschenuhren diese sehr geschützte Bauweise, dass nichts ins Räderwerk reinkommt, weil die Uhren ja wirklich auch in ganz schön anstrengenden Einsätzen waren, ne? Ja, ja. Auf und die Pferden mussten, und genau. Irgendwo in der wilden Prärie und weiß der Geier was. Ja, und die mussten ja, also gerade bei diesen Railroad Grades, ja, die mussten ja funktionieren. Extremst genau auch. Extremst genau und auch über auch mal längere Zeiträume nur mit aufziehen und keine Referenzuhr in der Nähe. Ja, also ja, genau. So. Und ich finde, das ist eine faszinierende Geschichte, ja. Also da gab es ja mal dieses Zugunglück, wo dann die Railroad Grades dann entstanden sind, weil sich herausgestellt hat, dass diese eine Uhr ein paar Minuten nachging und der deswegen die Weiche irgendwie zu spät oder zu früh gestellt hat und da die zwei Züge ineinander gekracht sind. Und das war dann die Geburtsstunde der Railroad Grades, dass man gesagt hat, die müssen so gut, qualitativ so gut sein oder ja, so. Das kommt schon hin, ja. Ja. Die Taschenuhren sind auch extrem hochwertig gemacht. Ich hatte ja, ja. Neulich jetzt eine. Wir hatten doch, du hattest eine Hamilton, ja, genau. Ich habe auch eine Hamilton und das war auch so ein Glücksgriff, weil die als defekt verkauft wurde und sich herausgestellt hat, die war gar nicht defekt. Die waren nur verharzt oder die, was? Die war einfach scheiße zusammengebaut. Also ich war eine Hälfte der Schrauben, die waren überhaupt nicht richtig angezogen. Die Spirale lag neben den Stiften und die war halt auch verölt irgendwie. Also es war halt irgendwie sauber gemacht, zusammengebaut, läuft super. Also und das war ein Das Sache, ist aber wirklich Glück. Das ist wirklich, wirklich Schwein. Also er hat jetzt nicht nur, hat ein bisschen mehr gekostet als 20 Euro oder so, aber trotzdem. Und weil diese Hamilton, das ist auch mit so einem Glasboden. Ah ja, sehr schön. Man kann das Werk sehen. Und ich glaube, wir hatten dasselbe Werk, also dieses 992. Ja. Und du hast auch geschrieben, ich habe das Video gesehen und da kann ich echt nur unterschreiben,
wenn du da dran sitzt und du, dann fluppen diese Zeile so richtig so in Position. Ja, die rutschen einfach saugend rein und genau, alles ist perfekt. Du hast das Gefühl, das baut sich von selbst zusammen, ja. Dieses ja. Ding. Ja, das ist also wirklich eine Wonne. Und ich habe ja gerne so diese alten, ja hier Goliaths und so, und da musst du schon oft auch irgendwie drücken und schieben und kneten, dass dann irgendwie der Kloben endlich in Position kommt und so. Und diese, also das, diese Hamilton, das war auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, ich hatte so Angst irgendwie, ich hatte so eine Ehrfurcht. Ja. Ja. Das ist naja gut, mehr wie kaputt gehen kann es ja nicht. Wenn das sowieso schon kaputt so, ist, ja. Ne, dann man lernt ja auch durchs Kaputtmachen viel. Allerdings, also was bei mir. Also ich habe ja unheimlich viel geschrottet. Ja, ja. Ich hab auch viel darüber geschrottet. Reden ja Uhrmacher komischerweise nicht, obwohl das eigentlich ja eher dazugehören würde. Das wäre transparent. Ja. Ja, ja, es gibt halt so Sachen, wo, ich meine, gut, der Klassiker ist halt natürlich, dass dir irgendwas fliegen geht, ja, dass du halt irgendwas in der Pinzette hast und dann macht's Klick. Ja, ja. Und dann, ja, wo ist es jetzt? Ja, irgendwie ein tolles. Ich habe auch schon mal einen Zahnrad verloren, ist mir auch weggesprungen. Mhm. Und will aufstehen zum Suchen und tret drauf. Und dann das ist auch das ist so ein Albtraum. Knistert das so schön. Nein. Oh nein. Ja. Ich gucke auch immer so erstmal so vorsichtig an mir runter. So, weißt du, so in den Falten vom Pullover, gell? So, dass ja. Du halt sagst so, wo kann es sein? Oder ich habe ja immer so oft so Cargohosen an, dass so in dieser Falte, dass das da vielleicht drin hängt und so. Und dann gucke ich so erstmal um meinen Stuhl drumrum und dass es da nicht irgendwie liegt, dass da nicht. Das ist mein Trauma. Das ist so wie. Auf Alufolie beißen, wenn man so Schokolade isst. Oh, das ist so, auf dem Zahnrad treten, ja, und das dann dadurch schrotten oder so. Oh Gott. Was ist denn eigentlich so ein Wunsch noch von dir? Gibt es noch so ein Holy Grail in dem, ich will nicht mal sagen Sammlung, sondern in dem, was du machen möchtest, so als Uhrmacher? Ja. Hobby-Uhrmacher. Irgendwann, ja klar. Also ich habe total Bock auf so eine Kalendertaschenuhr, da muss ich aber ein bisschen sparen. Das finde ich toll. Die gefallen mir auch sehr gut. Also so, weißt du, diese alten Kalender, weißt du, so mit noch drei zusätzlichen Zeigern für. Ja, ja. Sowas. Das würde mich auch total technisch interessieren. Ja, und dann halt irgendwie, also so in die Komplikationen vielleicht. Ich hab so Wecker, habe ich halt gemacht, so Junghans und Eterna und das ist für mich jetzt auch schon irgendwie, da muss man schon so ein bisschen am Ball bleiben, finde ich. Also ich habe da auch eine Weile gebraucht, bis ich das so geschnallt habe, so mein Wippenaufzug und wo ist denn jetzt hier, wie funktioniert denn das eigentlich und so, ja. Und sowas. Das ist der Junghans Taschenwecker ist aber auch echt eine coole Uhr. Also weil das du kannst der mit den zwei Drückern, ja, mit diesem Rechen. Dass du es hinten so aufklappen kannst, dass du sie auch als Tischuhr so genau, hinstellen kannst. Ja, ja. Finde ich toll. Was ich toll fand bei dem, dass du den Wegzeiger verstellst mit so einem Rechensystem. Also du schiebst den immer so ein Stückchen, schiebst du den weiter. Und gibt's das auch, ja. Finde ich total, ich habe den mit diesen zwei Knöpfen. Ja. Total schick, finde ich super. Auch so brüniert, irgendwie so im Eisengehäuse und so. Und genau, das ist halt so eine Form von Komplikation. Also wenn du sagst, so, da kommt es jetzt ein bisschen mehr als drei Zeiger. Gell? Also so. Ja, ja. Ja, und dann würde ich natürlich eines Tages gerne mal so Chronographen verstehen. Da habe ich noch überhaupt keinen Plan davon. Ja, weil ja. So Chronographen finde ich auch. Ah, da kannst du gerne mal rumkommen, wenn du da auf mal jeden Hilfe Fall. Brauchst. Also das können wir wenn mal. Wenn du da mal einen auf dem Tisch hast irgendwie und ich darf dir mal über die Schulter gucken, ja. Da habe ich total Bock auf. Weil ja. du hast mal eine vorgestellt mit Repetition, glaube ich, auch die, glaube ich, nicht mehr zu retten war. Ja, also wo zu viel kaputt war, ja. Genau, und dann bin ich auch total fasziniert, weil wenn dann der, was weiß ich, so Viertelstundenschlag so einsetzt und dann, was sich da drin bewegt, das ist, als wäre es lebendig. Ja, dann hast du da einen Teil, was sich langsam zurückbewegt und eins fängt an total schnell zu rotieren und also wie dieses... Der Windfang oder dieser... Ich kenne mich da noch überhaupt nicht aus. Ich guck, aber Windfang ist ja falsch, sondern... ich bin nur bei diesen Dreizeiger-Dingern immer noch... irgendwie. Und das eines Tages, ey, da habe ich Bock drauf, irgendwie mal so einen Chronographen zu kapieren, auch so ein bisschen. Also da steige ich im Moment noch nicht so durch. Das ist eigentlich bei Taschenuhr-Chronographen irre einfach, ja. Aber halte ich mal im Hinterkopf, wenn ich mal wieder was habe. Auf jeden Fall. Muss ich eine Revision machen muss. Ja, ja, da komme ich gerne mal vorbei. Und ich hatte ja jetzt letzte Woche einen, aber da habe ich einen Glasboden für gemacht. Ne? Da musste ja, ich ja, genau. Nichts machen. Dieses Excelsior Park. Excelsior Park hat die bei 19. Das habe ich gesehen. Ja. Genau, da habe ich auch, das hast du live gemacht, gell?
Oder wie war das? Diese Ringfassung da aus Edelstahl, habe ich ein Live gemacht, ja. Da konnte man. Irre. Das war, ich wollte das mal ausprobieren. Das war, ich mache Radio beim RBB. Ja. Da habe ich eine Woche hospitiert in der Abteilung für digitale Entwicklung in Strategie. Und die Chefin, die konnte mit mir nicht so richtig was anfangen, hatte ich so den Eindruck. Aber gut, die hat immerhin gesagt, du kannst mal eine Woche hier reinschnuppern. Und da hat die sich das so angehört, was ich alles mache. Und dann sagte sie, ja, mach doch mal ein Live. Also das ist doch genau das. Ich habe gedacht, was will die da live? Das hat die eine Macke. Aber ich dachte mir, nee, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Und das hat irre Aufrufe gehabt. Und ich hatte, glaube ich, hinterher 15 Abonnenten mehr. Ja, und auf einen Schlag dachte ich, 15 Abonnenten für mich sind das astronomische Zahlen. Ja, mein YouTube-Kanal ist ja irre klein. Ja. Und da dachte ich, ach ja, toll, das mache ich immer mal wieder jetzt sowas. Ja. Ja. Ja, also im Prinzip könnte ich das ja auch machen. Jetzt nicht mit Uhren, sondern halt zum Beispiel beim Zeichnen gibt es das ja auch. Gibt auch Kollegen, die das halt live machen. Ja, das. Du warst ja, als du heute hier warst, wir haben zusammen auch an einem Glasring gesessen oder genau. So eine Glasfassung für so eine Taschenuhr von dir. So einen Straßenköter geschossen auf eBay. Ja, aber schön, dass du dafür irgendwie noch ein Herz hast. Total. Und dass es irgendwie ein bisschen mit Leben erfüllt wird. Ja, und ja. So. Das interessiert ganz mich immer. Toll. Ich suche auch immer so ein bisschen so nach dem, ich habe ein paar echt schöne so vorher-nachher Geschichten, wo du hast halt so eine Uhr, die auf den Fotos wirklich schlimm aussieht. Yeah. Ja? Also du weißt ja, da hatte ich zum Beispiel auch so eine Waldham mit einem beschädigten Gehäuse, wo der innere Staubdeckel gefehlt hat und das war nicht richtig zu, da ist der Deckel nicht richtig zu, dann ist der Zeiger lose, dann hängt der Sekundenzeiger irgendwo unterm Rand und es sieht schlimm aus und die ist dann auch noch verdreckt und dann ist die Uhr dann bei dir und du denkst, das ist irgendwie totaler Schrott und dann siehst du einfach, nö, das ist einfach nur hier, das ist nicht richtig festgeschraubt, zack. Und das war so zum Beispiel auch so ein Ding, das Werk hat gut funktioniert. Und dann hast du sie ein bisschen sauber gemacht und so, dann so ein Vorher-Nachher zu haben, weißt du? Du hast so eine Uhr, die ist irgendwie verbeult oder hast ein bisschen. Das ist irre befriedigend. Das ist total schön. Ja, und dann machst du das Zifferblatt ein bisschen sauber und dann verschwinden auch die Risse so ein bisschen, wenn du das halt, wie machst du das mit, machst du es mit Spüli oder die Zifferblätter sauber? Manchmal, ich gucke Ultraschall nicht. Nee, ja, Ultraschall nicht. Ja. Weil manchmal lege ich es in die Flüssigkeit. Ja, das ist so ein bisschen. In das Elmer, oder? Ja, ja. Oder was gibt ja auch noch mit einer Kartoffel abreiben? Gibt's ja. Das soll auch sehr gut sein, um dieses Schwarze aus den Rissen rauszukriegen. Ah, das habe ich noch nicht probiert. Ja, das ist alte Alchemisten-Uhrmacherei, ne? Ja, ja, genau. Oder Spucke soll auch super sein. Ja, ja, ja. Wegen der Enzyme. Fett, ja, enzymische Reinigung. Ja. Genau. Also wenn Sie mal hören, Ihr Uhrmacher sagt, ich habe das enzymisch gereinigt, dann hat er auf die Uhr raufgerotzt. Und das, genau. Naja, ganz so böse, ganz so schlimme. Die Zunftgeheimnisse werden hier verraten. Naja, das kennen ja junge Uhrmacher auch nicht immer, ne? Deswegen erzähle ich dann lieber davon, dass man das mal so ein bisschen nochmal weitergeben kann. Das ist in Ordnung. Ja, ich finde auch. Das ist ja auch sympathisch und menschlich. Oder das Haar irgendwie, das hast du auch schon, das Haar vom Unterarm irgendwie mit reingeklopft, dass der Sitz besser funktioniert. Nee, das habe ich leider, so ein Blödsinn mache ich dann nicht. Nein? Nein. Nein, ich hatte das auch einen Tipp vom Uhrmacher irgendwie. Dass du das, in den Stellstift, das Stellstiftloch oder was? Nee, nicht in den Stellstift. Warte mal, wo habe ich das gemacht? Ich glaube sogar beim Plateau. Beim Plateau? Ja, genau. Ein Haar dazwischen. Ja, ja. Erwartet nicht alles, gell? Das kann ich zum Beispiel oder nicht. Kann ich, ja, ich habe da eine, es gibt, ich habe eine Hampton Railroad Grade, die habe ich sogar geschenkt bekommen, auch über einen aus dem Forum. Der so, oh, ich habe keine Verwendung, die ist kaputt, liegt hier nur rum und so, willst die haben? Und die habe ich wieder gangbar gekriegt und da ist ein Haar von mir drin im Werk und eine Gitarrenseite. Da habe ich nämlich eine Feder nachgebaut aus einer Gitarrenseite, aus einer Stahlseite. Die habe ich nachgebogen irgendwie. Für den Sperrkegel oder was, so eine Feder? Das war für diesen Schnappmechanismus, die hat diesen Hebel zum Rausziehen.
Ja. Also musst du die Lünette abschrauben, dann diesen Hebel rausziehen und die haben, es gibt eine Feder für den Schnapp nach innen und eine für den Schnapp nach außen, sodass du so richtig so über so einen halbweichen Punkt drüber, dass du so richtig so zack, so reinschnickt. Ja. Und dafür sind so, das sind so zwei so Federn, die so an einen, an zwei Punkten so aufgehängt sind. Das ist ein wahnsinniges Gefummel, die da rein zu hakeln, dass das richtig, und dann musst du da so ein Plättchen draufschrauben und dass das also richtig schnatzt, so, oder wenn du diesen Hebel rein und raus machst und so. Und da war eine halt gebrochen und die habe ich aus einer dünnen Gitarrenseite nachgebaut. Ja. Ist ja irre. Ingo! Mensch, Phil! Es hat mir einen Riesenspaß gemacht, dich in meinem Podcast zu haben und hier mit dir auch in meiner Werkstatt heute so rumzuschrauben. Bist herzlich eingeladen, wiederzukommen. Also, sehr gerne. Wieder was hast. Es ist total toll hier. Es ist wie so ein Kind im Spielwarenladen bin ich hier. Das ist was hier. Echt? Ja. Das ist eigentlich der unaufgeräumte Junggeselle. Ja, das ist doch gerade das Schöne. Schallplatten, irgendwo steht ein Bett und dann noch eine Uhrenwerkstatt. Fertig. Ja. Und noch eine Radioecke, wo wir hier sitzen. Genau, und, genau. Mit so zwei Plattenspielen, so Turntables hier. Und naja, ich habe ja noch eine Radiosendung, die nehme ich auch hier auf. Ja, ja, total gut. Lieber Phil, vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal, Ingo. Bis zum nächsten Mal. Weil Sie schalten wieder in zwei Wochen ein, wenn es zu einer neuen Folge im Watchmakers Live Podcast geht. Und bitte nicht vergessen, bei Spotify mir eine gute Bewertung dalassen. Das würde mir nämlich sehr helfen. In diesem Sinne, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss.